so haben einige Gelehrten gesagt, dass derjenige, der nicht betet, kein Muslim sein kann. Subhanallah, liebe Geschwister, an diesem Punkt merken wir einfach, wie wichtig das Gebet ist. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Jibril und wir reagieren heute zusammen zu einem Video, welches heißt Das Gebet im Islam. Und wir haben heute einen Gast dabei, nämlich Young Sona. Assalamu alaikum, liebe Geschwister, was geht? Wenn ihr ein Video habt, zu dem wir reagieren sollten, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare, denn wir starten jetzt nämlich direkt in das Video und wir zählen jetzt gemeinsam auf 3. 1, 2, 3, let's go! Der Mensch hat im Laufe der Zeit viele Reisen unternommen. Aber es gibt eine Reise, die noch nie jemand unternommen hat, außer einer Person. Auf einem Transportmittel, das noch nie ein Mensch genutzt hat. Auf einem Weg, den nie eine Seele erblickt hat. An einem Ort, den noch nie zuvor ein Geschöpf betreten hat. Es war die Reise eines Mannes, um dem Befehl seines Herrn nachzukommen. Es war die Reise des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zum höchsten Himmel. Es war die Reise des Al-Isra wal-Miraj. Auf dieser Reise führte Allah subhanahu wa ta'ala seinen geliebten Propheten in den siebten Himmel. Einem Ort, den nicht einmal Jibril alaihi salam betreten konnte. In der Mission des Propheten auf Erden wurde jede Anweisung, jedes Gebot durch den Engel Jibril alaihi salam an Muhammad sallallahu alaihi wasallam übermittelt. Aber es gab ein Gebot, das Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht über Jibril alaihi salam übermittelte, sondern er subhanahu wa ta'ala teilte es ihm direkt mit. Und das war das Gebet. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal den Befehl zum Beten erhielt, sollten es 50 Gebete am Tag sein. Nachdem er Allah subhanahu wa ta'ala gebeten hatte, es einfacher zu machen, wurde das Gebet schließlich auf 5-mal täglich reduziert. Mit dem Lohn von 50. Du betest 5-mal am Tag, wirst aber für 50 Gebete belohnt, subhanallah. Stell dir für einen Moment vor, dass du 50-mal am Tag beten müsstest. Wir wären wohl kaum in der Lage, noch etwas anderes zu tun. Wir wären den ganzen Tag nur mit dem Gebet beschäftigt. Und doch leben wir so, als hätte Allah subhanahu wa ta'ala 50 Gebete verlangt. Das Gebet ist etwas, das wir in unseren Tag hineinquetschen, wenn wir Zeit finden. Wenn wir am Lernen sind, ist das Gebet ein flüchtiger Gedanke. Wenn wir shoppen sind, ist das Kaufen neuer Sachen oftmals wichtiger. Wenn wir im Urlaub sind, haben wir sowieso keine Zeit dafür. Wenn wir den eigentlichen Zweck unserer Existenz beiseite legen, um erstmal Spaß zu haben, dann machen wir etwas falsch. Dann sind wir nicht auf dem geraden Weg. Dann sind wir auf dem Weg ins Höllenfeuer. Was viele von uns über das Gebet nicht wissen, ist Folgendes. Kein Gelehrter hat jemals die Meinung vertreten, dass Sina dich zu einem Ungläubigen macht. Kein Gelehrter hat jemals die Meinung vertreten, dass Diebstahl, der Konsum von Alkohol oder Drogen dich zu einem Ungläubigen macht. Kein Gelehrter hat behauptet, dass Mord dich zu einem Nichtmuslim macht. Aber was das Gebet betrifft, so haben einige Gelehrten gesagt, dass derjenige, der nicht betet, kein Muslim sein kann. Subhanallah, liebe Geschwister, an diesem Punkt merken wir einfach, wie wichtig das Gebet ist. Subhanallah, Allah hat uns anbefohlen, die 5 tägliche Gebete zu beten. Und man sieht es da, es gibt einige Gelehrte, die sagen, wer nicht betet, kann kein Muslim sein. Subhanallah. Subhanallah. Dies wird auf der Grundlage von dem Hadith gesagt, der Unterschied zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Dies ist zwar nicht die Meinung der Mehrheit, offenbart uns aber umso mehr die Wichtigkeit des Gebets. Das Gebet ist das Erste, worüber wir am Tag des Gerichts gefragt werden. Und doch ist es das Letzte, woran wir denken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Erste, worüber am Tag der Auferstehung unter den Menschen gerichtet wird, ist das Gebet. Auch berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala über die Höllenbewohner. Was hat euch in Saqar gebracht? Sie sagen, wir gehörten nicht zu den Betenden. Wie viel? Überlege mal, mein Bruder. Stell dir mal vor, kannst du dir das vorstellen, wenn wir heute noch 50 Gebete am Tag beten müssten?
Subhanallah. Wie barmherzig Allah ist. Das zeigt doch einfach nur die Barmherzigkeit Allahs. Allahu Akbar. Viele von uns werden zu denen gehören, die sagen, wir gehörten nicht zu den Betenden. Es gibt einige, die behaupten, dass sie keine Zeit haben auf der Arbeit, in der Uni oder wenn sie unterwegs sind zu beten. Aber wie viele haben jemals gesagt, dass sie keine Zeit haben, auf die Toilette zu gehen? Wie viele von uns haben einfach keine Lust, zur Fajr-Zeit aufzuwachen? Die Wahrheit ist, dass wir aus dem Bett steigen, den Unterricht verlassen oder die Arbeit einstellen, um das Badezimmer zu benutzen, aber nicht zu beten. Subhanallah, liebe Geschwister, wie kann das sein? Das sind höchstens sind das 10 Minuten und in den 24 Stunden sind das vielleicht eine Stunde, die du dir Zeit nimmst nur für Allah. Subhanallah, wie kann das sein, dass du keine Zeit hast zum Beten? Es klingt komisch, aber die Wahrheit ist, dass wir die Bedürfnisse unseres Körpers über die Bedürfnisse unserer Seele stellen. Wir geben unserem Körper das, was er braucht. Wenn wir es nicht tun, würden wir sterben. Aber unsere Seele hungert, wenn wir nicht beten. Unsere Seele stirbt, wenn wir nicht beten. Und ironischerweise ist der Körper, dem wir mehr Bedeutung geben, nur etwas Vorübergehendes, während die Seele, die wir vernachlässigen, ewig ist. Ja, meine lieben Geschwister, ein erstaunliches Video über das Gebet im Islam. Kommentiert jetzt in die Kommentare, was ihr davon denkt. Subhanallah, liebe Geschwister, auf jeden Fall, ich habe Gänsehaut bekommen von diesem Video. Das ist richtig heftig. Also, liebe Geschwister, denkt nochmal darüber nach. Fragt euch, bete ich 5-mal am Tag, stelle ich meinen Schöpfer zufrieden, will ich das Paradies oder will ich das Höllenfeuer? Deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, fange heute noch an mit dem Gebet und verschiebe es nicht auf morgen. Ja, meine lieben Geschwister, ich selber, als ich angefangen habe, das Gebet zu machen, ich habe so heftig gemerkt, wie ich mich automatisch von dem Schlechten entfernt habe und automatisch mehr Gutes getan habe. Ja, meine lieben Geschwister, wir würden gerne eure Meinung hören. Was denkt ihr dazu? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal für weiteres. In der Beschreibung verlinke ich noch den Account von Young Sunnah, da könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr wollt. Vergesst nicht, wenn ihr ein Video habt, zu dem wir reagieren sollen, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare. Und wir sehen uns, inshallah, beim nächsten Video wieder. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.